Now I have to do this by myself? Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours, and we can get through this together. Let me help, like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Mahalia. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing! I believe you, Kate. But it's dangerous for both of us if I get involved now. I told you exactly what happened! Well, it's too late to help, Max! Too late! Yes, I know I screwed up. I'm sorry, Kate. Please, you don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? No! Nobody cares about me! Nobody! I saw that cute photo of you with your sisters in your room this morning. I can see how much your little sister loves you by her smile. That's Lynn. She's only 10. She does have the best smile ever. I would hate to see her sad. Then make Lynn happy and step towards me. If she was here, you would know what to do. This isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God put me on this roof. Bitte, ich hab keine Ahnung. Was soll ich nehmen? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew 11:28. I can't believe you quoted one of my favorite passages. Like I said, I care about you. I know this passage means a lot to you. Glück gehabt. Gott sei Dank. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Und dennoch werden die anderen Mitschüler sie nicht in Ruhe lassen. Das wird das Krasseste daran sein. Now I know today was difficult for everybody. But I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Das waren alleine wir. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much.
She's modest. Like a real hero. Yeah. Real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Die möchte ich auch gehören. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with das Kate war Marsh? Klar. Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Ja, ja klar. Wen soll man denn jetzt in die Falle hauen von denen? Ich glaube, das harmloseste wäre unser Lieblingslehrer, aber wir können ja nicht unseren Lieblingslehrer. Dieses Spiel wird krasser und krasser. Ich dachte vorhin, das war schon heftig, die Entscheidung. Wir können jetzt nicht erzählen, dass das Nathan ihr Drohung gegeben hat. Das wird uns erstmal keiner glauben und zweitens wird er mehr als pissed auf uns sein. Wir können nicht sagen, dass David sie tyrannisiert hat. Ich glaube, David will nur das Beste. Ich habe meinen größten Zweifel sind momentan in Mr. Jefferson. Wir gehen einfach damit. Komm, scheiß drauf. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off crying. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She was upset Miss Caulfield didn't return her calls. Ich hab noch she felt gegangen. Rejected by the school. She shouldn't have asked to be on video, macking with some dudes. You ass! She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Max was right to bring this up. Now, I wanted to help, but I guess I was too late. Well, now this is problematic. The publicity is rising, and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? I am. We don't need any negative press about that event. And we need to involve the Academy in possible disciplinary measures for you. I understand. There are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Wir können die Entscheidung zurückdrehen? Ernsthaft? Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Wir nehmen jetzt allen Mut zusammen und hauen ihn in die Pfanne. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and you're playing a liar. The field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' hey, bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Wait, Max. You told me that nothing happened yesterday. Are you just making things up? How can I trust you? I was afraid yesterday, but I have to tell the truth. I do understand that. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him
until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. Wir machen das. Wir lassen das so. Wir machen das. Zack. Scheiß drauf, wir hauen ihn in die Pfanne jetzt. Also, hier geht so viel Krasses ab. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. Im Prinzip ist ja auch egal. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Ich denke, es wäre egal gewesen, wen wir jetzt in die Pfanne hauen. Es hat immer negative Konsequenzen für uns. Es ist, jede Entscheidung hat negative und positive Konsequenzen. Es wird immer so sein. Und es hat mich aber gerade spontan entschieden, ehrlich zu sein. Und in die Pfanne zu hauen. Slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever. You reached out, she reached out. Hugs, tears, applause, like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one. And a half times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Sunfest. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. Aww. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Krass. Oh, süß, die zwei. Oh, der kriegt einen richtigen Anschiss. Oh, ging sie jetzt doch nah? Ich habe ihre SMS gar nicht gelesen. Right,
Und auch bei David, ja. Und es gibt einen Kate-Ordner, das war klar. Ich frage es nur, was hat es mit diesen Ordnern auf sich? Das war Episode 2, Out of Time. Richtig krass. Also das war eine richtig heftige Episode. Das hätte ich jetzt nach der ersten so krass nicht erwartet. Also mir war schon bewusst, dass krasse Sachen passieren werden, aber so viel Krasses in einer Folge. Und da bin ich gespannt, wie die dritte wird. Wird es da noch mehr Steigerungen geben? Wird die noch krasser? Garantiert. Also wir haben zweimal jemanden das Leben gerettet, diesmal. Letztes Mal einmal, diesmal zweimal. Ich hoffe, sowas passiert nicht öfters. Wir hätten jemanden abgeknallt, tatsächlich. Ich bin ein bisschen schockiert von mir selber, dass ich Schießen gedrückt habe. Muss ich gestehen. Und ich bin froh, dass da keine Patrone drin war. Es war alles eine ziemlich krasse Geschichte. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wirklich. Ob sich Nathan und Victoria jetzt vielleicht ein bisschen ändern werden, nachdem Kate da oben stand, ob sich vielleicht alle ein bisschen im Verhalten ändern werden, dass sie sich jetzt doch vielleicht mal Gedanken darüber machen, was für Auswirkungen ihr Verhalten und ihre Sprüche hat auf andere, wie auf Kate. Es ist halt schon krass, wenn man Leute mobbt und so. Es kann echt extreme Konsequenzen haben, wie zum Beispiel das, dass jemand sich selber umbringen möchte. Ist schon alles hart. Ich bin froh, dass wir uns wieder mit Chloe. Gott. Ich hatte das ganz auf der Zunge, aber es wollte nicht raus. Ich bin froh, dass wir uns wieder mit Chloe so gut verstehen. Ich mache mir echt Sorgen um Kate. Ich bin froh, dass sie jetzt im Krankenhaus ist. Bin gespannt, wie es mit unserem Lehrer weitergeht, mit Mr. Jefferson. Da scheint ja auch noch nicht alles geklärt und gesagt zu sein, scheinbar. Ich hoffe, wir müssen vor Nathan nicht so viel Angst haben. Ich meine, wir haben ihn jetzt ja richtig in die Pfanne gehauen. Aber auch zu Recht, denke ich mal. Es ist halt die Sache, hätten wir dann vielleicht doch am Anfang dem Direktor gleich die Wahrheit sagen sollen. Ich meine, Nathan war ja so oder so von Sauer, der ja unser Bild gesehen hatte in der Mädchen-Toilette. Von daher. Tja. Ich bin gespannt, was dieses Spiel noch weiter für uns bereithält und auch diese ganzen krassen Wetterereignisse, die hier gerade passieren. Der Schnee, jetzt die Sonnenfinsternis, was mit dem Tornado dann auf sich hat. Da sind ja nur noch 3 Tage hin, kann das sein? Ja, müsste hinkommen, 3 Tage. Müsste es noch hin sein, bis zu dem Freitag. Ich bin gespannt, wie das sich weiterentwickelt alles. Ist ja immer krass, aber ich finde, die Geschichte ist krass, aber auch geil und genial zugleich. Also, es ist wirklich ein geniales Spiel, finde ich. Es lässt dann auch viel nachdenken über Also es zwingt einen halt dazu, viel nachzudenken über die eigenen Handlungen, die man trifft, die Entscheidungen, die man trifft. Dass man wirklich mal sich Gedanken macht über die Konsequenzen, die alles haben kann. Dass man sein ganzes Selbst halt überdenkt. Ich find's auch immer krass. Und es bewegt einiges in einem, finde ich. Also ist zumindest bei mir so. Es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Also ich freue mich schon auf Episode 3. Die werde ich direkt dann nächste Woche aufnehmen. Ist ja zum Glück schon draußen. Und bin echt gespannt, was das Spiel noch weiter auf uns, für uns bereithält. Der Abspann ist echt lange. Ich möchte jetzt gerne gucken, wer welche Entscheidung getroffen hat und so. Ob wir jetzt bei manchen Entscheidungen zur Minderheit gehören. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt wird dieses Schießen. Ich möchte wissen, wie sich andere entschieden haben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ah.
Ach ja. Ich bin fein. Ich bin echt gespannt, wo Frank war das, ne? Wo Frank das Armband von Rachel hat. Wieso hat er das Armband von Rachel Amber? Das ist... Man hatte dieses Spiel das Gefühl, dass wirklich jeder was mit Rachel zu tun hat und jeder irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verdächtig ist, wird und... Echt. Es ist einfach nur krasses Spiel. Das ist so... Man steht echt da und hat jedes Mal hat man eigentlich nur mehr Fragen als vorher. Es werden zwar Fragen geklärt in jeder Episode, aber es tauchen so viele tausend neue Fragen auf und alles ist so... Alles bleibt halt so sitzen. Und man muss einfach warten, bis es weitergeht. Das ist auf jeden Fall cool gemacht, so bleibt man dran an der Story. Ach ja, kalte Abspann fertig sein. Das ist ein sehr langer Abspann. Ich glaube, das war es jetzt gleich. Also, ich war echt ein geniales Spiel. Ich kann auch jedem empfehlen, es selber zu spielen. Auch wenn ihr es vielleicht geguckt habt schon im Internet, spielt es selber mal. Es ist nochmal was ganz anderes, wenn man selber hier sitzt und die Entscheidung treffen muss. Und das alles aufnimmt und so. Vielleicht ein bisschen Zeit vergehen lassen, nachdem man sich das angeguckt hatte im Internet. Und dann in einem halben Jahr oder so einfach mal selber spielen, dieses Spiel und das auf sich wirken lassen. Das ist echt krass. Ich hatte am Anfang ja die erste Folge bei Gronkh gesehen und danach selber erst angefangen zu spielen. Und muss sagen, das selber spielen ist wirklich krasser als sich's angucken. Das Angucken ist schon krass. Und man kommt in diese Story und das ist toll und so, aber sich selber entscheiden zu müssen, ist echt nochmal eine ganz andere Nummer. Gerade bei diesen harten Entscheidungen. Danke fürs Spielen. Danke fürs Machen dieses tollen Spiels, würde ich mal eher sagen. Jetzt bin ich gespannt. Folge 2, Out of Time. Echt, die Mehrheit haben ihr geraten, auf mehrere Weise zu warten, okay. Die Mehrheit hat Anruf entgegengenommen, ja. Frank's. Echt, die knappe Mehrheit hat versucht, ihn zu erschießen. Okay, dann fühle ich mich jetzt nicht mal ganz so schlecht. In dem Moment war ich eigentlich auch Tendenz zu schießen und nicht Tendenz zu nicht schießen. Ich war mir zwar sehr unsicher, aber ja. Echt, man hätte... Ach du Scheiße, man hätte es wirklich vergeigen können mit Kate auf dem Dach. Ey, umso froher bin ich, dass ich das geschafft habe. Weil da konnten wir ja nicht mehr zurückspulen. Nur 65% haben es geschafft, Kate zu retten. 35, also sage und schreibe, 35% haben es nicht geschafft, sie zu beruhigen und da runterzukriegen. Krass. 7% haben Mr. Jefferson beschuldigt. Er hat mir ja fast auch zugehört. Mehrheit hat Nathan beschuldigt, okay. Achso, das ist hier ja am Anfang der... Aus die Pflanze. Die Mehrheit hat die Pflanze gegossen. Vielleicht haben die Leute auch in der ersten Episode die Pflanze nicht gegossen. Ich habe sie ja schon in der ersten gegossen. Und Mama hat geschrieben, wir sollen sie nicht übergießen. Und man muss auch nicht jeden Tag Pflanzen gießen. Du hast Alyssa geholfen. Das hat auch die Mehrheit. Naja, wir auch. Wieso auch nicht, ne? Eigentlich hätten wir sowas, sollten wir, glaube ich, lieber mal durchgehen lassen, weil das ja nichts Schlimmes ist. So links zu Kids Videos weggewischt, ja. Es gibt Leute, die haben den stehen gelassen. Ernsthaft? Was geht mit euch ab? Du warst freundlich zu Taylor. Ja, oh, es ist recht gemischt. Yeah, wir haben uns Einladung angenommen, weil wir sind ja nicht dazu gekommen. Du hast eine Nachricht geschrieben. Ist auch sehr gemischt. Ich bin gespannt, was das später für Konsequenzen haben wird, dass unsere Nachricht an der Wand, dass wir da waren. Oh. Ja, okay, ich habe mit dem Kabelrad habe ich die Gleise manipuliert. Ich hätte es einfach nur mit der Zange lösen müssen wahrscheinlich, weil jetzt habe ich kaputt gemacht. Okay, ja, doof gelaufen, war nicht meine Absicht, ich wollte sie retten. Das Zugang zum Vortex Club Party bekommen. Ich will gar keinen Zugang zu der Party. Wieso sollte man das machen? Wieso machen das so viele? Du hast Warren geholfen, das
Wie, ich habe Robin nicht geholfen? Ich habe ihm doch geholfen, oder nicht? Ich dachte, dass wir damit geholfen haben. Scheinbar nicht. Okay, nee, das ist ja ärgerlich. Mr. Jefferson nichts von David erzählt. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt jedes Mal in die Pfanne hauen muss, den David. Das weiß ich nicht, ob das so... Ne? Wenn man das so sieht, dann habe ich, glaube ich, keine Lust, Episode 3 zu spielen. Okay. Gott, das werde ich definitiv nicht an einen Abend aufnehmen. Das wird, glaube ich, ein bisschen gruselig, hier nachts durch die Flure laufen und so. In Episode 4, Dark Room, ernsthaft? Es wird, glaube ich, noch ziemlich krass, das ganze Spiel. Aber na gut, das war's jetzt mit Episode 2 von Life is Strange. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Könnt ihr mal eure Meinung zu dem Spiel bisher in die Kommentare schreiben. Es würde mich sehr freuen. Ich finde das Spiel genial. Ich feiere das. Es ist so fesselnd. Es hat einfach alles, das Spiel. Es sieht geil aus. Es hat die Story, die einen fesselt und die Spannung und immer alles unerwartet. Es passiert immer Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Das finde ich auch immer sehr geil, wenn das Spiel einen einfach ständig überrascht. Dann diese krasse Entscheidung, zu denen wir gezwungen werden. Es ist auf jeden Fall ein super geiles Spiel, wirklich, kann man so sagen. Aber gut, das war's jetzt von mir an meiner Stelle. Das nächste Mal, wenn es dann nicht mehr so heiß ist, draußen auch wieder mit Facecam. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Episode 3. Bis dahin, ciao, eure Akira.